Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Start in die neue Woche mit einem Reading. Ja, diese Woche steht ganz im Zeichen des am Donnerstag stattfindenden Vollmondes im Löwen. Und im Wochenendreading vom Freitag habe ich ja angedeutet, dass ich schon so ein bisschen wahrnehme, dass es bei dem Löwenvollmond nochmal darum gehen könnte, uns ganz genau anzuschauen, welche Ängste uns eigentlich noch davon abhalten, das Leben zu führen, das wir uns wünschen, oder bestimmte Entscheidungen zu treffen, die für uns anstehen. Und dazu ist ein ganz tolles Krafttier gefallen für diese Woche, und zwar die Spinne. Vielleicht hast du heute Morgen schon meinen Tagesimpuls gelesen. Auf Facebook, auf Instagram oder in meinem WhatsApp-Kanal kannst du diese Botschaften jeden Tag empfangen. Und ich bitte ja da montags meist um ein Krafttier für die Woche. Und hier fällt die Spinne. Ja, ich hoffe, du hast keine Spinnenphobie. Aber es ist ein tolles Krafttier, denn sie sagt, verwirkliche deinen Traum. Und ihr wisst ja, dass ich mich immer über jede Karte, egal ob ich eine Orakelkarte ziehe für die Tagesbotschaft oder eine Legung, ein bisschen hinein vertiefe, um auch ein paar intuitive Impulse zu empfangen. Und einer davon war sofort da. Die Spinne ist ja in ihrem Netz, ja. Und ich habe so das Gefühl, dieser Vollmond möchte sein Licht jetzt in dieser Woche darauf scheinen, sozusagen. Wo bist du noch in deine Ängste und vielleicht auch negative Glaubenssätze verstrickt, ja, so dass du eben deinen Traum oder das, was du dir wirklich wünschst, das, was vielleicht auch aus deiner Seele heraus schon lange auf der Agenda steht, verwirklichen kannst. Und darum geht es in dieser Woche, ja, also so ein Gefühl habe ich. Wir werden am Donnerstag pünktlich zum Vollmond auch eine Session machen. Die Einladung kommt heute. Es ist eine Zeit, in der viele Menschen vor einer Entscheidung stehen, ja, oder sich sagen, vielleicht kennst du das Gefühl, ne, wenn du so ein unbestimmtes Gefühl in dir hast und dich fragst, war das jetzt schon alles? Ja, also viele von uns sind tatsächlich in dieser Energie, sind in dieser Resonanzgruppe, das merke ich in den persönlichen Readings und Channelings, ja, dass ihr mir schreibt, Mensch Uli, ich weiß nicht, ja, ich könnte eigentlich jetzt gar nicht so richtig sagen, was in meinem Leben nicht passt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das war es noch nicht. Das war noch nicht alles, ja, vielleicht wenn du dich in einer Beziehung befindest, vielleicht aber auch in einem Job, ja, oder du hast das Gefühl, du möchtest ein bestimmtes Talent, eine Gabe ins Kollektiv bringen. Ja, das war auch Thema in der vergangenen Woche einmal in den Morgenbotschaften, dass wir ja so viele Fähigkeiten und Talente in uns tragen, die brach liegen sozusagen, und viele, ja, erkennen diese jetzt oder werden auch mit der Nase darauf gestupst, um dann auch tatsächlich etwas, ja, zu verwirklichen. Ich habe heute mal das Sufi-Tarot hierher gelegt und vorbereitet. Das sind sehr, sehr große Karten, die sind nicht so leicht zu mischen. Ich möchte aber gerne, weil sie so schön sind, heute mal eine Sechserlegung für diesen Wochenstart machen. Die Sechserlegung verwende ich auch oft in den persönlichen Readings. Viele von euch kennen die. Da springen während des Mischens 6 Karten aus dem Tarot. Die lege ich dann in 2 Dreierreihen auch genauso auf, wie sie springen, also der gleichen Reihenfolge nach. Und diese Karten erzählen dann meistens eine Geschichte. Und das werden wir jetzt mal machen. Und wenn am Ende noch Zeit bleibt, ich habe hier auch noch das Akasha-Chronik-Orakel, dann schauen wir nochmal in dieses Deck. Aber jetzt wollen wir erstmal wissen, was gibt es für uns jetzt an wichtigen Impulsen und Botschaften für diese Vollmondwoche? Ja, ich wollte es gerne live machen. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil wie gesagt, diese Karten sind wirklich schwer zu mischen. Die erste Karte, oh, das ist der Turm. Na, das geht ja gewaltig los. Okay, die lassen wir mal hier liegen. Und ich frage jetzt quasi immer weiter, warum fällt der Turm? Der Turm steht im Tarot für einen kompletten Abbruch oder Umbruch einer Situation. Oh, die 3 Schwerter, das ist eine schmerzliche Erkenntnis.
Ja, so ähnlich war ja schon die Energie fürs Wochenende. Ja, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch am Wochenende tatsächlich so einen Moment erlebt, wo er oder sie eine schmerzliche Erkenntnis gewann. Die Liebenden, wunderschön. Eine der Seelenpartnerkarten, aber nicht nur. Die Liebenden stehen für eine Entscheidung, die wir für uns selbst treffen dürfen. Oh, jetzt sind gleich zwei gefallen. Die vier Münzen, die stehen für das Festhalten und die oder der Page der Stäbe. In diesem Deck heißen die Pagenkarten Tochter der Stäbe. Ja, das ist der Page der Stäbe. Ja, also ich sehe schon, um was es geht. Und eine letzte Karte, bitte. Eine Karte noch. Eine Karte noch. Und wir haben noch mal zwei. Okay, die wollen wir auch beide nehmen. Hier fällt, oh, der Hierophant und der Herrscher. Das ist eine Legung, meine Lieben. Donnerwetter. An der Unterseite des Decks die sechs Münzen. Die Unterseite des Decks ist für mich ja immer so ein bisschen die Gesamtenergie. Ja, also diese Karten erzählen eine eindeutige Geschichte von einer Verbindung zu einem anderen Menschen. Das kann eine Freundschaft sein, das kann eine Liebesbeziehung sein, das kann ein Verhältnis auf der Arbeit sein, also ein Arbeitsverhältnis zu einem Kollegen, zum Chef, zu wem auch immer. Das nicht im Gleichgewicht oder die, besser gesagt, die Verbindung, die nicht im Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen ist. Die sechs Münzen im Rider-Waite-Tarot, wenn du die Karte vor Augen hast, der Mann, der die vor ihm knienden Bettler mit Brotkrumen abspeist. Ja, also wenn ich jetzt sofort hier mal meine allererste Intuition zu den ganzen Karten wiedergebe, trifft dieses Reading heute auf dich zu und diese Energien in dieser Vollmondwoche sind prädestiniert dafür, dich aus einer Situation zu lösen, in der du das Gefühl hast, dass du nicht wirklich wertgeschätzt wirst, dass du jemand anderem in gewisser Weise noch die Macht darüber gibst, wie du dich fühlst. Ja, so nehme ich das wahr. Das ist dieser Herrscher hier. Das muss nicht unbedingt ein Mann sein. Ja, der Herrscher wird ja gern mal so als sehr autoritärer Mann gedeutet oder im positiven Sinn auch für einen Mann, der in seine Kraft kommt. Der Herrscher steht symbolisch in der ursprünglichen Bedeutung des Tarots ja auch für etwas, was nicht unbedingt eine Person sein muss, was aber Macht über dich hat. Also das kann auch ein ungesundes Verhalten sein, ja, das kann ein negativer Glaubenssatz sein oder eine traumatische Erinnerung aus der Vergangenheit, also alles, was dich im wahrsten Sinne des Wortes noch beherrscht. Und das passt natürlich jetzt sehr gut zur Spinne, vielleicht wünschst du dir schon lange, ja, und träumst schon lange davon, dich aus dieser Macht, aus diesem Netz zu befreien. Also besonders ist das Reading jetzt passend für diejenigen unter euch, die das Gefühl haben, sie sind noch verstrickt in nicht ganz so tolle Energien, ja, denn dazu komme ich gleich noch, mit einem anderen Menschen oder aber verstrickt in eine Situation, aus der sie schon lange herauskommen wollen, noch verstrickt in altes Trauma, in alte negative Glaubenssätze. Und aus diesem Grund ist es noch nicht möglich, das Traumleben in Anführungszeichen zu führen, das du dir wünschst. Und das nehme ich wahr, ist ein Leben in Freiheit und Frieden. Ja? Also, wir haben hier den Turm. Der Turm ist eine große Arcana-Karte mit großer Sprengkraft. Ja, also da bin ich jetzt wieder ein bisschen versucht, das auf zweierlei Art zu deuten und ich denke, das ist auch sinnvoll. Es könnte entweder sein, dass du diesen Turm selbst auslöst, weil du verstehst, dass Festhalten an dem, was dir nicht wirklich gut tut, keine Option mehr ist. Ja, denn direkt darunter in der Sechserlegung kann man auch immer schön die Gesamtzusammenhänge sehen. Direkt darunter liegen die vier Münzen und das ist eine Karte, die steht im Tarot für das Festhalten. Ja, wir sehen hier diesen Mann, der seinen Schatz umklammert, der will nichts hergeben.
Ja, er macht diesen Schatz zum Götzen. Also das heißt, möglicherweise hältst du noch an etwas fest, obwohl du weißt, dass es dir nicht wirklich gut tut. Denn auch ein schädliches Verhaltensmuster, ja, kann uns nicht gut tun. Wir wissen vielleicht ganz genau, dass wir nicht so viel rauchen sollten, nicht so viel Alkohol trinken, nicht so viel Süßigkeiten essen, ja, aber wir tun es trotzdem. Oder aber du hältst tatsächlich noch an einem Menschen fest, obwohl du von ihm oder ihr schon vielleicht lange mit Brotkrumen abgespeist wirst, ja, in gewisser Weise hat dieser Mensch aber Macht über dich. Das bedeutet, dass er oder sie die Möglichkeit besitzt, durch das, was diese Person tut, zu beeinflussen, wie es dir geht. Ja, ist das Ganze zwischen euch toll? Kommt da vielleicht eine tolle Nachricht? Oder hörst du etwas Schönes, ja, aus seinem, aus ihrem Mund? Dann ist dein Tag gerettet, mehr oder weniger, ja. Aber hörst du nichts oder wird deine Nachricht ignoriert oder erfährst du gar, das könnte so ein Turmmoment sein, etwas über, keine Ahnung, eine Freundin, die sozialen Medien, über diesen Menschen, was dir wirklich wehtut, dann ist dein Tag ein verlorener, ja. Und die meisten von euch wissen, dass ich weiß, wovon ich spreche, ja, weil ich war sehr viele Jahre in so einer Situation. Wir dürfen nicht vergessen, dass die drei Schwerter direkt nach dem Turm gefallen sind. Die drei Schwerter symbolisieren im Tarot Schmerz, Kummer, aber auch eine schmerzliche Erkenntnis. Und deswegen, habe ich vorhin schon gesagt, ist es wichtig, diese zwei Optionen hier ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Es könnte entweder sein, dass etwas im Außen passiert, dass du etwas erfährst, oder nehmen wir mal an, bei dir geht es tatsächlich um ein selbstschädigendes Verhalten, dann wäre es so ein Turmoment, dass du beispielsweise wirklich mal zu tief ins Glas schaust und am nächsten Tag einfach nicht mehr aufstehen kannst, ja, und einfach sagst, so jetzt, das war für mich der Glockenschlag. Ich weiß, so geht es nicht weiter. Das wäre denkbar und das ist auch mit einer schmerzlichen Erkenntnis verbunden, ja. Es wäre aber auch jetzt denkbar, dass du selbst sagst, okay, so möchte ich nicht weitermachen. Ich habe schmerzlich erkannt, das, was hier passiert, tut mir nicht gut. Ich möchte mich lösen. Und da sind es dann eben sehr oft die Ängste, die uns davon abhalten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum sollte man denn Angst davor haben, sich aus einer Situation zu lösen, die einem nicht gut tut? Viele Menschen, die in ihrem Leben schon viel Schmerz erlebt haben, halten sich sehr lange in Situationen auf, die schmerzlich sind, einfach aus dem Grund, obwohl das vielleicht jetzt völlig absurd klingen mag, weil dieser Schmerz gewohnt ist, ja, das ist eine Gewohnheit. Nehmen wir an, du hast vielleicht in deiner Kindheit schon Dinge erlebt, die tiefe Wunden in dir hinterlassen haben und bist dann später in einer Lebenssituation, die dich an diesen Schmerz erinnert, dann ist es oft extrem schwer zu erkennen, dass es darum geht, dich daraus zu lösen, weil es dir, so paradox es klingt, in gewisser Weise vertraut ist. Dieser Schmerz wird dann ein Verbündeter, ein Vertrauter. Und dann hat, ja, das ist wirklich, wenn man das hört, ja, meint man, das gibt es nicht. Aber es gibt es ganz, ganz oft, viel öfter als wir denken. Dann hat letztendlich dein Unterbewusstsein große Angst loszulassen, weil du gar nicht verinnerlicht hast, in deinem Bewusstsein, dass du es verdienst, ein Leben ohne Schmerz zu führen. Gerade die Kindheitssituationen machen da sehr viel aus, wenn ein Kind, ja, oder auch als Jugendlicher, wenn man da sehr viel Situationen erlebt, die herausfordernd sind, die tiefe Wunden hinterlassen, ja, auf dem Herzen. Das heißt, wenn wir nicht so geliebt werden, wie wir uns das als Kind wünschen,
wenn wir vielleicht den Verlust von unseren Eltern oder einem Elternteil schon sehr früh erfahren mussten, wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht richtig so, wie wir sind, dann graviert sich sozusagen dieser Schmerz in unser Herz ein und sehr zielsicher ziehen wir durch unseren Resonanzkörper, in dem dieser Schmerz ja wirkt, Menschen in unser Leben, die uns diese Wunde wieder aufreißen. Das sind oft Seelenverwandte, ja, ich komme dann gleich noch dazu, denn die Liebenden, das ist unter anderem eine Seelenpartnerkarte, das sind Mitglieder unserer Seelenfamilie, die uns begegnen, um uns diese Wunde nochmal aufzureißen. Ja, also nehmen wir an, du hast in deiner Kindheit die Erfahrung von Zurückweisung und Ablehnung gespürt. Du hast dich nicht um deiner selbst willen geliebt gefühlt. Dann könnte dir später ein Seelengefährte begegnen, der dasselbe mit dir macht. Ja, der deine Liebe nicht annehmen kann, aus welchem Grund auch immer. Der dich vielleicht Zurückweisung spüren lässt, der dich abspeist, ja, mit Brotkrumen. Und das passiert, damit du hinschaust und eine Entscheidung für dich selbst triffst. Ich finde die Karte Die Liebenden im ursprünglichen Rider-Waite-Tarot eigentlich am passendsten dargestellt, denn da sehen wir das Liebespaar nicht wie hier auf der Karte in Friede und Liebe vereint, sondern wenn ihr euch an die Karte erinnert, da sehen wir die beiden Menschen, die sich nicht an den Händen halten. Und das ist, wie ich zumindest finde, die passendere Illustration des ursprünglichen Gedankens dieser Karte, denn die Liebenden bedeuten, dass es für uns immer darum geht, eine Entscheidung für uns selbst zu treffen, wenn wir vom anderen, ja, nicht wirklich wertschätzend behandelt werden, wenn der andere sich, aus welchem Grund auch immer, nicht für uns entscheiden kann, ja, oder aber, wenn es jetzt für dich vielleicht eben um so ein selbstschädigendes Verhalten geht oder um einen alten Glaubenssatz, dass wir sagen, wir können nur ein Liebender, eine Liebende werden, wenn wir in diesem Moment die Liebe zu uns selbst so in den Vordergrund rücken, dass wir nicht länger an dem unguten Zustand festhalten, ja, sondern wenn wir es uns wert genug sind, wie es hier der Page der Stäbe macht, für uns einen neuen Weg einzuschlagen. Ich finde die Karte wunderschön in dem Deck, denn ihr wisst ja, dass ich gerne unsere Heart and Soul Family mit dem Mantra Ich bin Gold in Verbindung bringe. Und ich finde das so schön, dass dieser Page der Stäbe, ist ja hier als eine Frau dargestellt, sieht fast ein bisschen aus wie so eine Elfe, ja, die hier federleicht durchs Leben tanzt, und das finde ich, ist sehr, sehr treffend für den Pagen der Stäbe. Diese goldene Farbe gefällt mir sehr gut auf der Karte, denn wenn du verinnerlichst, du bist Gold, ja, dann hältst du nicht mehr fest an etwas, was diesem Gefühl, dass du wertvoll bist, dass du der Liebe würdig bist, immer wieder abträglich ist. Denn wenn du dich heute betrinkst bis zum Abwinken, wenn du eine Schachtel Zigaretten rauchst, wenn du einem Menschen deine Liebe hinterher trägst, der sie immer wieder zurückweist, wenn du dich sozusagen, ich spreche es mal aus, wie es gerade in meinem Kopf ist, unter Wert verkaufst, dann ist dein Leid vorprogrammiert. Ja, dann kannst du nicht verinnerlichen, du bist ein Schatz, du bist das Geschenk, du bist Gold. Denn das heißt nicht umsonst selbstschädigendes Verhalten, ja? Ganz gleich, ob es das ist, dass du einem anderen Menschen immer wieder deine Liebe hinterher trägst und abgewiesen wirst, oder ob du dich jeden Abend mit einer halben Flasche Rotwein wegbeamst, ja, nur um deine Alltagssorgen ein bisschen loszulassen. Es tut dir nicht gut. Und alles, was uns nicht gut tut, verhindert,
dass wir uns selbst wertvoll fühlen. Denn würden wir uns selbst wertvoll fühlen, würden wir dieses selbstschädigende Verhalten ja lassen. Und deswegen ist das eine wunderschöne Karte, ja. Auch wenn es hier vielleicht einer schmerzlichen Situation bedarf, also wenn etwas passieren muss, entweder im Außen oder du entscheidest das selbst für dich, das erstmal wehtut, weil du etwas loslässt, du lässt etwas los, was du vielleicht schon lange Zeit festgehalten hast oder an dem du dich festgehalten hast. Letztendlich wird es dich in eine neue, höhere Schwingungsfrequenz katapultieren. Schaut mal, das finde ich so schön, wenn wir diese beiden Karten, die lagen jetzt untereinander, betrachten, ja. Hier noch diese dunklen Farben, die Frau kauert am Boden, ja. Das ist dieses Tal, da muss sie durch, um dann hier wie diese wunderschöne goldene Elfe sich in die Lüfte zu erheben und zu sagen, ich habe das, was mir vielleicht schon lange Zeit nicht gut tut, hinter mir gelassen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir machen diese Klärungslegung hier für die Spinne und diese Vollmondwoche. Es könnten dich noch Ängste davon abhalten, das, was du hier vielleicht schon zu lange festhältst, tatsächlich loszulassen. Und in dieser Woche geht es darum, diese Ängste genau unter die Lupe zu nehmen. Und diese beiden Karten sind nicht umsonst zusammengefallen. Wunderschön, der Hierophant und der Herrscher. Den Herrscher darfst du jetzt bitte stellvertretend für das nehmen, was es für dich ist, woran du noch festhältst, aber genau weißt, eigentlich müsste ich das loslassen. Der Hierophant steht für unsere göttliche Führung und für das Gottvertrauen. Das heißt, wenn du dir erstmal bewusst darüber geworden bist, dass etwas oder jemand diese Macht über dich noch hat, wenn du dir deiner Ängste bewusst geworden bist, die dich noch bislang davon abgehalten haben, die Situation zu verlassen, eine Entscheidung für dich zu treffen, dich immer noch in dieser Situation der 6 Münzen aufzuhalten, dann geht es für dich darum, darauf zu vertrauen, dass du es schaffst, durch deine Angst durchzugehen. Gottvertrauen, meine Lieben, bedeutet, auch durch angstvolle Situationen zu gehen, in dem festen Glauben daran, dass, wenn wir unsere Angst besiegen, wir auf der anderen Seite der Angst gestärkt hervorgehen. Und wenn du das Reading vom Freitag gesehen hast, da hatte ich ja den Löwen als unsere Angst, auf der Karte die Kraft bezeichnet. Ja, die Frau auf der Karte die Kraft zähmt den Löwen mit Liebe. Jeder Weg aus der Angst führt mitten hindurch. Und zwar nicht kämpferisch, nicht im Verteidigungsmodus, sondern im liebevollen Akzeptieren, dass da Ängste sind. Wir können die Angst auch fragen. Das werden wir in der Meditation, in der Mond-Session machen. Ja, also ich bitte darum, ich channel die Meditation ja immer live in den Mond-Sessions. Da werde ich darum bitten, dass wir behutsam rangeführt werden an unsere tiefste Angst. Das ist für jeden vielleicht was anderes. Und dass wir der Angst dann auch einfach mal Fragen stellen dürfen, ja? Und ich bin mir sehr sicher, wir werden Antworten erhalten. Warum bist du da? Ja? Und ich glaube, dass bei vielen die Angst vielleicht sagen könnte, weil die Situation, in der du steckst, dir doch vertraut ist. Ja? Denn der Mensch hat einfach Angst vor Neuem. Und der Hierophant sagt, hab keine Angst vor dem Neuen, sondern vertraue darauf, alles ist gut. Ja, du wirst hinterher gestärkt aus dem Ganzen hervorgehen. Wow, das ist ein krasses Reading für die Woche. Ich möchte jetzt noch eine Karte aus dem Akasha-Chronik-Orakel herausmischen. Das muss nicht unbedingt jetzt dazu eine Klärungskarte sein. Einfach ein Impuls. Um was geht es in der Woche noch?
Ja, vielleicht treffen wir ja nochmal ein ganz anderes Thema. Na, das waren ein bisschen viele. Das waren, glaube ich, 3. Vielleicht bekommen wir noch einen zusätzlichen Hinweis, was dieser Vollmond hier ins Kollektiv bringen könnte für uns. Oh, hier kommt der Erzengel Michael. Erzengel Michael schenkt dir Mut, Stärke und Schutz. Bitte darum. Ist das nicht wunderschön, meine Lieben? Wie passend ist das jetzt zum Hierophanten? Wow, da bin ich jetzt echt überrascht, dass es so stimmig ist. Ich weiß gar nicht, warum ich das Deck heute noch mit dazu nehmen wollte. Ich habe mich so hingezogen gefühlt. Und jetzt bekommen wir hier noch wirklich einen Schutzpatron an die Seite gestellt in dieser Woche. Denn der Erzengel Michael ist der Hüter des blauen Lichtschwertes. Ja, vielleicht hast du schon mal gehört, dass er ein Lichtschwert besitzt, mit dem er uns quasi aus dem Netz unserer Ängste befreien kann. Vor allem für die Loslassprozesse ist Erzengel Michael ganz hilfreich. Ja, also wunderschön. Ich denke, dass wir hier auch schon einen Hinweis darauf haben, dass Erzengel Michael in unserer Meditation am Donnerstag anwesend sein wird. Er wird uns vielleicht mit seinem Lichtschwert dabei helfen, dann diese Verstrickungen, diese Schnüre, die zwischen uns und unserer größten Angst noch bestehen, zu trennen. Ja, also das fühle ich jetzt schon. Das ist schon so ein kleiner Ausblick auf die Meditation. Ja, also wunderschön, passender könnte es nicht sein. Er schenkt uns Mut, Stärke und Schutz, wenn wir ihn darum bitten. Mut loszulassen, Stärke, um uns für uns zu entscheiden und Schutz, indem wir darauf vertrauen dürfen, dass wir am Ende gestärkt aus allem hervorgehen. Ja, wenn du gerne bei der Mond-Session dabei wärst oder dir die Aufzeichnung sichern möchtest, ich verschicke heute die Einladungen über WhatsApp. Ich teile sie auch auf meinem WhatsApp-Kanal. Ja, wenn du nicht bei WhatsApp bist, dann schreib mir gerne. Ich kann sie auch, wenn das gewünscht wird, auf Facebook und Instagram teilen. Und dann kannst du dich anmelden. Jede Session wird aber auch komplett aufgezeichnet von A bis Z. Und wenn du keine Zeit hast, am Donnerstag um 18 Uhr live dabei zu sein, dann kannst du dir auch das Video per E-Mail schicken lassen von der kompletten Session. Das ist genauso möglich. Dann kannst du diese Session dir anschauen und die Meditation machen, wann immer du möchtest. Die Sessions dauern über eine Stunde. Ich rede immer so etwa eine halbe Stunde über das anstehende Thema. Da erzähle ich auch immer ein bisschen aus meinem Leben, von mir, wie das Thema ja so in meine Geschichte passt, weil das für viele immer sehr hilfreich ist. Und die zweite halbe Stunde, da wird dann eine Live-Meditation gechannelt und das ist immer sehr, sehr, sehr heilsam. Es gibt mittlerweile viele, die bei jeder Session dabei sind und ja, das finde ich wunderschön. Das ist langsam so eine kleine extra Hard-Soul-Family geworden und ich freue mich natürlich, wenn auch du vielleicht mal dabei sein möchtest. Ja, meine Lieben, startet gut in die Woche. Das war ein sehr intensives Reading, wie ich finde. Und wir hören uns natürlich wieder am Mittwoch. Da wird es dann ein One-Card-Channeling geben zu den Vollmond-Energien. Und ich freue mich natürlich, wenn du am Donnerstag bei der Session dabei bist. Ja, dann schicke ich euch wie immer eine herzliche Umarmung zum Schluss und wünsche euch einen guten Start in den Montag. Eure Uli. Tschüss.